Ja, guten Abend Braunschweig und herzlich willkommen zu unserer 18. Mahnwache mittlerweile hier in Braunschweig und zum Weltfriedenstag. Viele von euch sind ja jetzt schon den ganzen Nachmittag bei uns, haben hier mit uns musiziert, Musik gemacht und ja, einfach mal hier auf den Bereich Frieden ein bisschen thematisiert. Und aber die Frage ist, warum wir heute hier stehen oder warum. Was ist das Besondere am heutigen Tag, dem Weltfriedenstag? Der Weltfriedenstag gibt es schon seit 1950, also wird er begangen. Und zwar beginnend damals in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern. Und der 1. September wurde da zum Weltfriedenstag ja, ernannt. Und zwar an diesem Tag wurde dann auch die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, in Versammlungen und Kundgebungen einzutreten für den Weltfrieden, und diese Tradition möchten wir hier in Braunschweig auf dem Schlossplatz auch gerne fortsetzen. In der BRD wird dieser Tag alljährlich als Antikriegstag bezeichnet. Wir benutzen nicht so gerne Anti-Worte, wir benutzen lieber die positive Bezeichnung, und deswegen sagen wir Weltfriedenstag zu diesem heutigen Tag. Und der heutige Tag, warum 1. September? Der 1. September ist der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Am 1. September gab es den Angriff der Wehrmacht auf Polen. Am 1. September 1939. Und die westliche Initiative zum Weltfriedenstag wurde mal vom CGB ausgerufen, erstmals am 1. September 1957. Unter dem Motto, nie wieder Krieg. Und genau diesem Motto schließen wir uns an, und genau aus diesem Grund stehen wir auch jede Woche Montag, immer um 18 Uhr, schon seit dem 5. Mai, jeden Montag hier auf dem Schlossplatz, weil wir auch sagen, nie wieder Krieg. Und nie wieder Krieg weltweit, nicht nur hier für uns, sondern auch in den Ländern, wo jetzt im Moment auch Krieg herrscht. Möchten wir, dass auch hier wieder oder dort auch wieder Frieden einkehrt. Wir von den Mahnwachen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie USA und auch Kanada schließen sich dieser Aussage an, nie wieder Krieg. Aber es ist schon traurig, dass man es nicht geschafft hat, in 70 Jahren, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, überhaupt einen Friedensvertrag zu schließen. Es ist schade, dass die Friedensverträge bei der Wiedervereinigung zurückgewiesen wurden, dass deklariert wurde, wir wollen gar keinen Friedensvertrag machen. Es ist traurig, dass wir immer noch bei der UN als Feindstaat gelistet sind. Das sind jetzt keine Worte von mir, keine Floskeln, jeder kann das googeln, jeder kann bei der UN selbst auf die Webseite gehen und das gerne auch selbst mal nachvollziehen. Man sollte sich dann auch mal vielleicht fragen, warum seit 1945 keine offiziellen Kriegserklärungen mehr gemacht werden. Warum einfach Angriffe erfolgen, ob das jetzt Jugoslawien war, wo auch die BRD mit beteiligt war, Irak, Afghanistan, was jetzt unten in der Ukraine passiert. Es gibt keine offiziellen Kriegserklärungen mehr. Jeder sollte sich ja vielleicht selber mal Gedanken machen, warum diese völkerrechtlich gar nicht notwendig sind. Vielleicht hat es mit dem zu tun, was ich eben gesagt habe über die Friedensverträge. Wir auf jeden Fall von der Mahnwache Braunschweig, wir werden weiterhin jeden Montag hier stehen, bis dass wir eine Veränderung durchkriegen. Und ich weiß, wir werden nicht nur bis nächste Woche hier stehen, wir werden auch noch in vielen, vielen, vielen Monaten hier stehen. Und vielleicht werden auch unsere Nachkommen, unsere Kinder selber auch noch hier stehen.
Aber wichtig ist, dass endlich mal jemand aufsteht und dann auf diese Missstände mal aufmerksam macht. Und dafür sind wir angetreten und dafür stehen wir hier. Und für alle die, die es vielleicht auch nicht wissen, wir sind keine Friedenspartei, wir sind keine Friedens-EV-Organisation. Alles das, was ihr hier seht, ist von ganz normalen Bürgern. Wir sind ganz normale Bürger, die das hier auf die Beine gestellt haben. Ganz normale Bürger, die irgendwann gesehen haben, es besteht eine Kriegsgefahr. Auch für uns und für andere Staaten hier auf der Welt. Und dass wir einfach gemerkt haben, hier stimmt irgendwas nicht, wir wollen etwas dagegen tun. Und deswegen kann sich auch jeder zu uns gesellen. Egal welche Religion, wir verurteilen keine Religion. Wir sind auch unparteilich, das heißt, wir gehören keinerlei Partei an, sondern wir sind einfach eine freie Organisation von Menschen, die hier stehen für den Frieden. Und so wird das auch in Zukunft immer weiter bleiben. Wir haben ja in den Medien auch dazu aufgerufen, dass wir eine Spendenaktion machen für die Flüchtlingskinder in der Ukraine. Heute hat es mit der Wettermanipulation gedanklich unsererseits ganz gut funktioniert, dass wir zwischendurch auch schön Sonne hatten, dass wir noch mit T-Shirt so hier stehen können. Aber der Winter wird kommen und da unten geht es den Menschen lange, lange nicht so gut, wie es uns geht. Und deswegen sammeln wir auch noch bis zum September warme Bekleidung, aber auch Spielsachen für die Kinder, damit sie auch wieder ein bisschen Freude haben, ein bisschen Lebensfreude erleben können und wenigstens immer mal zwischendurch für ein paar Stunden. Verbandsmaterial, auch ganz, ganz wichtig. Und sprecht uns einfach an, wenn ihr irgendwas habt in der Richtung, was ihr gerne spenden wollt. Aber das Ganze muss auch in die Ukraine kommen. Und wir haben soweit alles geregelt. Transport ist geregelt, die ganze Abwicklung. Und das Tolle ist, dass eine Delegation von den Mahnwachen, das heißt, also bisher sind es 30 Mahnwachen in ganz Deutschland, die dort an der Aktion für die Ukraine mitmachen. Und unser Olli, der hier auch mit die Sammlung für Braunschweig organisiert, der wird auch wohl mitfahren. Er möchte gern mitfahren, was sich wohl gerade steckt. Aber auch 4, 5 Leute werden mit in die Ukraine fahren und werden das Ganze eben halt auch begleiten. Das heißt, nicht irgendeine Spendeorganisation, die dann 10%, oder was habe ich jetzt gehört, bei diesem Ice Bucket Challenge, irgendwie 28% gehen wirklich in die medizinische Forschung und der Rest geht einfach weg für 300.000 Euro Jahresgehälter, solche Sachen. Also wenn ihr euch einen Eimer was über den Kopf gießt, macht es für was Vernünftiges. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Transparenz haben. Dass diese ganze Sammelaktion könnt ihr im Internet verfolgen. Geht einfach entweder über unsere Webseite, das ist www.mahnwache-braunschweig.de oder über Mahnwachen helfen. Bei Facebook gibt es eine Gruppe und dort wird halt alles immer eingestellt, der aktuelle Spendenstand, wie viele Kisten gesammelt wurden und so weiter. Und auch der ganze Transport runter zur Ukraine wird dort komplett von Leute von uns auch begleitet. Also eine ganz seriöse Sache, eine ganz transparente Sache. Aber pro LKW und wie es im Moment aussieht, wie die Sammelaktionen laufen, werden wir wirklich mehr wie einen LKW brauchen. Ein LKW kostet uns mit allem drum und dran 3.000 Euro, damit wir die ganzen Sachen bis in die Ukraine kriegen. Wir haben hier eine Spendendose für die Ukraine-Hilfe und wer nachher möchte, bitte dort einfach was reinschmeißen und das Ganze auch nochmal vielleicht von der Seite ein bisschen unterstützen. Ist kein Muss, aber ist eine tolle Sache und die Kinder, die da unten auf der Flucht sind, die werden sich mit Sicherheit freuen. Ja, ich möchte den heutigen Tag auch nochmal, weil für mich ist es auch nochmal ein besonderer Tag, obwohl jeder Montag ist hier was Besonderes, jeder Montag ist anders. Aber ich möchte ihn einfach mal dazu nutzen, mal ein paar Danksagungen loszuwerden. Und zwar sind wir ja, wie gesagt, seit 18 Wochen hier auf dem Platz. Und ich bedanke mich bei jedem, der seine Energie, seine Freizeit, Schaffenskraft
aber auch die finanzielle Unterstützung, denn alles das, was hier steht, das ist von keiner Lobby uns zur Verfügung gestellt worden, sondern das haben die Menschen, die hier stehen, denen das wichtig ist, die haben das Ganze durch einfach zusammenschmeißen finanziert. Und dafür nochmal ein riesen herzliches Dankeschön an alle, die bisher hier auch mitgearbeitet haben. Wir haben damals mit 10 Personen drüben beim Alex gesessen, haben uns unterhalten. Mensch, wir haben in Berlin gesehen, dass sie da eine Mahnwache machen. Das ist eine ganz tolle Sache, kriegen wir das hier auch hin. Eine Woche später, am 5. Mai, standen wir dann hier und haben also mit der ersten Mahnwache begonnen. Wir hatten ein paar bemalte, handgemalte Banner. Da hängt beispielsweise auch noch eins, eine Peace-Flagge. Und wir standen mit 10 bis 12 Menschen, standen wir hier auf dem Platz. Da war ein großes Peace-Zeichen aus Kreide gemalt, da standen ein paar Kerzen und wir standen mit 10, 12 Leuten da drumherum. Und ich finde es einfach total klasse, ich bin auch total berührt darüber, was wir hier aus eigener Kraft geschaffen haben, hier hinzustellen. Ohne Lobby, ohne Partei, ohne irgendwelche Organisationen, sondern einfach nur Bürger wie du und ich, die das hier gemacht haben. Und das finde ich eine total klasse Sache. Und dafür solltet ihr euch alle auch nochmal einen Applaus geben. Einfach für euch selber. Weil das tut gut. Ich danke aber auch der Stadt Braunschweig, mit der wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, dass wir das ohne Probleme hier mit den Anmeldungen funktioniert und ja, dass wir da sehr, sehr kollegial mit denen umgehen können. Auch wenn das ein oder andere rechtlich manchmal nicht so funktioniert, wir hätten hier gerne viel, viel mehr Essen und solche Sachen ausgegeben, okay, es geht halt nicht, dann einigt man sich da drauf und dann ist es auch okay. Aber im Großen und Ganzen kommen wir super gut mit der Stadt klar und auch mal ein Dankeschön an die Stadt Braunschweig. Auch die Polizei. Ich kenne es von vielen Mahnwachen, wer es vielleicht neu dazugekommen ist, wer es vielleicht heute zum ersten Mal hier auf so einer Mahnwache, oh, sind doch schon einige. Auch mal einen Applaus für die Neuen. Es sind also mittlerweile um die 120 Städte in Deutschland, die jeden Montag 18 Uhr, die an 19 Uhr aus organisatorischen Gründen, aber jeden Montag so um 18 Uhr eine Mahnwache veranstalten. Österreich ist dabei, Schweiz ist dabei, Kanada ist dabei, USA ist dabei und diese ganze Organisation wächst und das ist eine riesige Geschichte, das werde ich gerade nicht einmal noch dazu sagen wollte. Alles gut. Auf jeden Fall. Achso, ja, jetzt habe ich den Faden wieder. Wenn ich dann manche Videos sehe, und das finde ich auch das Tolle, dass eigentlich so diese ganzen Mahnwachen noch aufgezeichnet werden, die meisten Mahnwachen, dass man bei YouTube das auch mal nachverfolgen kann. Dass auch Menschen das nachverfolgen können, die können bei uns sein, auch wenn sie vielleicht nicht auf dem Platz sein können. Weil sie arbeitstechnisch irgendwo Schicht haben oder wie auch immer, das nicht schaffen, aus familiären Gründen oder zu weit von einer Mahnwache wegwohnen, finde ich eine ganz klasse Geschichte. Und wenn ich mir da manche Videos anschaue, wie da die Polizei diese Mahnwachen belagert, also manche Städte fast abschrecken, muss ich ganz ehrlich sagen, auch hier ein großes Lob und Dankeschön auch an die Braunschweiger Polizei, die sich wirklich im Hintergrund hält, aber wir wissen genau, wenn hier mal irgendwas ist, der Schutz ist da und das ist wirklich ein ganz kurzer Weg, dass die Jungs dann oder Mädels dann hier stehen. Aber ich bedanke mich auch bei der Braunschweiger Presse. Und zwar insbesondere bei der Braunschweiger Zeitung, der Neuen Braunschweiger, im Internet braunschweigheute.de und auch Radio Okerwelle, die also in den letzten Tagen wirklich sehr objektiv über unsere Mahnwache berichtet haben. Und das ist, wer die Medien beobachtet hat, in den letzten Monaten nicht selbstverständlich. Und auch nochmal ein riesen Dankeschön in dem Rahmen auch an Horst,
dass uns da sehr stark unterstützt, dass wir mit den Medien da auch die Kontakte so hinkriegen. Ich danke auch mal einen Applaus. Ich wäre froh, wenn die Mainstream-Medien auch mal langsam anfangen würden, ihre Gerüchte wegzulassen und einfach mal objektiv über uns berichten wollen. Auf der anderen Seite zeigt es mir, wenn die sich so gegen uns stellen, dann müssen wir irgendwas richtig machen. Und wenn ich dann höre, dass manche Mainstream-Medien uns als Antisemiten, als Neurechte beschimpfen, ja, die hätten sich alle mal den Peace Jam heute Nachmittag hier angucken müssen. Ein Farbiger trommelt, Muslime im Burka stehen da und gucken zu und klatschen. Und also das hat mit rechts, mit Neurechts hat das alles überhaupt nichts zu tun. Also das führt alles ad absurdum. Wir sind einfach Menschen, die aufstehen für den Frieden und das ist unser Weg. Ich danke aber auch allen Rednern, jeder, der sich hier vorne hinstellt und einfach ja, den Mut hat, die Angst überwindet. Was können denn meine Nachbarn sagen, wenn die das sehen, dass ich da unten hier auf dem Schlossplatz irgendwelche Reden schwinge? Oder was sagen meine Freunde, Verwandte? Was sagt vielleicht mein Arbeitgeber, dass ich da stehe und etwas erzähle? Und deswegen gehört auch Mut dazu, hier zu stehen. Und wir haben ein offenes Mikro. Das heißt, jeder, der auch was zu sagen hat, der hat ja auch die Möglichkeit, etwas zu sagen. Der kommt einfach mal zwischendurch zu uns, meldet sich kurz an, damit wir es mit einplanen können, sprecht kurz über euer Thema und dann könnt ihr selber auch was dazu beitragen. Das heißt, wir geben hier nichts vor, wir geben keine Richtung vor, wir geben hier nur die Plattform. Und ich sag mal, das ist so wie ein neues Speaker Corner in England. Also hier hat jeder die Möglichkeit, auch mal sich selber mit einzubringen. Aber nochmal ein Dankeschön an alle, die ich jetzt noch nicht genannt habe, an alle, die auch im Hintergrund ganz viel tun, ganz viel Energie reinstecken, die dann dafür sorgen, dass dann die Website gemacht wird, die dafür sorgen, dass die Flyer gemacht werden, die dafür sorgen, dass die Banner gemacht werden und solche Sachen. Also an alle die, die auch gar nicht offiziell in Erscheinung treten, aber doch mithelfen hier, dass die Mahnwache Braunschweig auch wächst, auch an die alle nochmal ein riesen Dankeschön, einen riesen Applaus. Leider ist unser Kevin noch nicht da, aber ich hatte ja eben was gesagt, diesen Ice Bucket Challenge. Und wenn ihr was macht, dann macht es Vernünftiges. Es gibt hier einen Sportclub, CrossFit Löwen in Braunschweig. Und ich war ganz erstaunt und fand es total klasse. Die haben also auch da so einen Ice Bucket Challenge gemacht. Aber die haben für die Braunschweiger Mahnwache für die Ukraine-Hilfe gespendet. Und ich weiß nicht genau, deswegen wäre es toll gewesen, wenn er schon hier gewesen wäre. Ich glaube, 65 oder 100 Euro haben die damit zusammengetragen. Und zwar für was, wo wir auch wissen, wo es hinkommt. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und ich hoffe, das finden noch ganz viele Nachahmer. Super, klasse. Warte, oh, das ist ja cool. Ey, klasse. Super, danke. Ja, so muss das gehen. So muss das gehen. Finde ich total klasse. Danke. Das ist einfach irre. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ich möchte diese tolle Energie, die wir den ganzen Nachmittag hier hatten, auch nicht irgendwie kaputt machen. Aber wir sind ja eine Mahnwache und normal, also ich kaufe die Bildzeitung nicht. Ich habe sie mir eben mitbringen lassen, weil mir jemand sagte, hast du gelesen, was da vorne auf dem Titel steht? Also da steht ganz groß, Putin greift nach Europa. Putin greift nach Europa. Nach Europa und wir werden uns zurückholen. Wir greifen nach Europa. Und dann steht, wenn man eine Seite weiter blättert, das gefährlichste Wort unserer Zeit
Novorossija. Hallo? Was ist das? Die ostukrainischen, ja, du kannst aber gerne übernehmen. Gebiete haben sich in ihrer Autonomie schon genannt. Und das ist das gefährlichste Wort. Das ist ja schon ich glaube, gefährlich ist im Moment eine ständige Provokation gegenüber dem russischen Volk. Weil das, ganz ehrlich, hatte ich auch ein paar Diskussionen heute mit einigen Besuchern. Was macht Putin außer Stillhalten? Was macht er? Wir hören, ich habe mein Ohr nicht getraut. Ich schmeiß das Schuddelding mal eben weg. Danke. In den Nachrichten kam, Panzer sind reingefahren, russische Panzer in die Ukraine. Und einen kleinen Moment später kam dann so eine Mini-Rückrufaktion. Nee, war doch wohl nicht. Und ich hatte, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, ob ich es ausgedruckt habe. Jetzt werden Bilder uns präsentiert aus 2007. Wo russische Panzer, ja genau, hier ist Propaganda und Kriegshetze mit 5 Jahre alten russischen Manöverfotos. Das heißt, uns werden Manöverfotos gezeigt von russischen Panzern und die sollen jetzt angeblich, sie haben praktisch jedes Haus zerstört, schreiben sie jetzt hier. Stell dir das an. Hunderte russische Panzer verwüsten Teile der Ostukraine. Hallo? Hallo? Ukrainische Armee, die da alles verwüstet hat. Es gibt keinen einzigen Beweis, dass ein russischer Panzer von Russland über die Grenze gefahren ist. Es gibt keinen Beweis, dass russische Soldaten da unten kämpfen. Aber uns wird das verkauft. Uns wird es verkauft, damit wir irgendwann bereit sind zu sagen, ja, toll, dass wir jetzt gegen Russland den Krieg eröffnen. Die machen ja nur Blödsinn. Was machen wir? Wir sanktionieren. Es gibt jetzt wieder neue Sanktionen. Wieder neue Sanktionen gegen Russland, die eigentlich nur uns schaden. Der deutschen Wirtschaft schaden die Sanktionen. Ich glaube, den Russen macht das gar nicht im Moment so viel aus, was da passiert. Da wird halt gesagt, okay, Wolfsburg, dann liefert ihr immer keine Autos mehr. Amerika sagt, wir machen ein neues Fordwerk in Russland auch, damit das russische Autos sind. Die holen sich den Markt. Wir müssen da mal ein bisschen hinter dieses Spiel gucken, dieses perfide Spiel, was da läuft. Und wir müssen da einfach anfangen, das mal zu hinterfragen, das, was man uns erzählt, das, was man uns versucht zu verkaufen. Alles Lüge. Ich habe mal eine Frage. Ja. Gute Frage. Diese Flugschreiber wurden ins Ausland gebracht, ich glaube nach England oder so, oder Holland, England, weiß ich nicht. Und seitdem sind sie verschollen oder man spricht nicht mehr drüber. Das ist, wir werden mit Schlagzeilen bombardiert, die unsere Meinung prägen sollen, die unsere Meinung gegen den Osten prägen sollen. So wie sie es versucht haben mit 9-11, dass wir uns gegen die Muslime stellen, so versucht man es jetzt als neues Feindbild, den Putin, den Russen halt wieder aufzubauen, obwohl die uns nichts tun. Und ich gehe sogar so weit, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, dass wir verdanken können, dass es hier noch so ruhig ist, verdanken wir dem russischen Volk bzw. Putin. Denn sein Volk wird in der Ostukraine angegriffen. Das sind russischstämmige Menschen, Bürger, Familien, die da leben. Wenn man die Geschichte von Russland kennt, dann weiß man, dass die russische Geschichte in der Ukraine erst begonnen hat. Und dort leben sehr, sehr viele russischstämmige Familien. Und was da unten passiert, ist momentan ein Genozid, dass die Ukraine ihr eigenes Volk bekämpft. Dass die Ukraine die Ostukrainer bekämpft. Und ein Mann, der Marc, der hier schon mal bei uns auf der Mahnwache war und der jetzt als freier Journalist nun in der Ukraine ist, hat gestern ein Video gesendet.
Und es kämpfen sogar französische, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Fremdenlegionäre sind, französische Soldaten auf jeden Fall, die kämpfen für die Ostukraine, weil sie einfach sagen, das kann in Europa nicht sein, was da unten passiert. Die setzen ihr Leben dafür ein, um da Gerechtigkeit und auch Demokratie und ein Rechtsverständnis dort durchzusetzen. Und das finde ich eine total klasse Geschichte. Wer tut das schon, wenn er schon nicht dort unten involviert ist? Und auch die Menschen, die von den Mahnwachen mit runterfahren werden, um die Ukraine zu kriegst du meine Platte und kannst sie auch hochstativ. Dann schraube ich die so ein bisschen nebenbei. Ja.